Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 19. September 2017? Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Jungfrau und nähert sich zur Sonne. Und das bedeutet Neumond. Morgen ist Neumond. Heute verbindet sich aber der Mond mit einem Stern Zavijava. Übersetzt heißt das Ecke. Und dieser Stern bedeutet, und das hat eine Botschaft für unseren heutigen Tag, beide Seiten die Münzen anschauen und geben und nehmen sollen wir in Gleichgewicht halten. Und wie trifft diese Energie die einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Jungfrau geborenen vorbereiten etwas. Sie sollen noch geduldig sein oder noch etwas überprüfen. Beide Seiten die Münzen anschauen und erst dann handeln in kommenden Tagen. Wenn die zunehmende Mondphase beginnt, das würde für die Jungfrau Geborenen ein Aufstieg bedeuten. Gleichzeitig nähert sich auch der Planet Venus. Das heißt, Thema Liebe, Partnerschaft wird auch wichtig sein bei die Jungfrau Geborenen. Momentan ist wichtig, die Ruhe bewahren, etwas vorbereiten, noch nicht handeln, sondern die beide Seiten die Münzen anschauen oder, könnte ich sagen, hinter den Kulissen schauen. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist wichtig, die Selbstdarstellung, das Auftreten, die Ausstrahlung und da ändert sich etwas bei die Wagengeborenen. Das kann eine neue Frisur sein oder ein anderes Kleid, eine selbstbewusstere Auftreten oder um die Körper kümmern, wie zum Beispiel Sport machen oder abnehmen, all das können die Wagengeborenen gerade beginnen. Bei den Wagengeborenen kommt bald Klarheit in einer bestimmten Situation. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen, so ähnlich wie bei Jungfraugeborenen, ist besser die Ruhe bewahren, abwarten, zurückhaltend sein, etwas noch überprüfen und um die Finanzen kümmern, weil die Skorpiongeborenen bringen gerade die Finanzen in Ordnung. Bald kommt auch Kraft und bald kommt auch die Bewegung. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen brauchen Sicherheit, Stabilität und Struktur. Momentan ist aber Unruhe da oder Hindernisse gerade bei den Schützengeborenen. Die Schützengeborenen haben Möglichkeiten und Chancen, aber sie glauben nicht daran und die verlieren im Augenblick das Gleichgewicht. Wenn die Neumond vorbei ist und beginnt die zunehmende Mondphase, das wird für die Schützengeborenen Glück bringen. Dann kommt etwas in Bewegung oder kommt eine Leichtigkeit und Wachstum. Ein bisschen Geduld noch. In die Liebe ist aber momentan noch gut. In der nächsten Zeit wird da auch Hindernisse da sein. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen können mit einer guten Nachricht rechnen. Sie haben auch Kraft und auch Mut und die Liebe bringen sie in die nächste Zeit in Ordnung. Das nähert sich. Momentan ist wichtig der häusliche Bereich oder die Familie oder das Haus oder Wohnung, das Renovieren oder Verschönern oder vielleicht sogar ein Umzug ist zum Erwarten bei die Steinbockgeborenen. Die Wassermanngeborenen brauchen gerade Lebensfreude und das Leben oder eine bestimmte Situation spielerisch betrachten, weil das ist der Erfolg bei den Wassermanngeborenen. Ansonsten Gesprächen oder Nachrichten oder Handlungen, da fühlen sich die Wassermanngeborenen gerade unsicher.
Aber alles spielerisch zu betrachten, da kommen die Wassermann-Geborenen zu ihren genialen Ideen und natürlich kommt auch ihren Humor dazu. Die Tierkreis zeichnen Fischengeborenen, stabilisiert sich etwas, kommt etwas ins Tageslicht. Aber die Fischengeborenen sollen auf Nachrichten, Gesprächen, Informationen achten, weil es ist gut möglich, dass es um Lügen handelt oder Täuschungen oder Enttäuschungen oder sogar Betrug. Also sehr achtsam sein jetzt in den kommenden Tagen. Und das ist ganz gut möglich, dass diese Gespräche im Arbeitsplatz passieren. Also vorsichtig sein im Arbeitsplatz, alles genau überprüfen und nicht alles glauben, was erzählt wird. Die Tierkreis zeichnen Wiedergeborenen ist wichtig, die Liebe, Partnerschaft und hier befindet sich auch die Energiefeld für die Liebe. Da kommen Veränderungen, Umbrüche. Aber da sind noch Unklarheiten da und es muss noch etwas reifen lassen. Das heißt, es ändert sich etwas in die Partnerschaft, da haben Sie die wiedergeborenen Chancen, Möglichkeiten, aber das braucht noch ein bisschen Zeit. Die Tierkreiszeichner Stiergeborenen haben bald Glück in die Liebe, Partnerschaft. Es nähert sich etwas, ansonsten ist alles stabil. Die Stiergeborenen befinden sich gerade in einer Wandlungsphase. Sie möchten Sicherheit, Stabilität, ihren Leben in Ordnung zu bringen. Wie ich schon sagte, es nähert sich auch in die Liebe, Partnerschaft etwas, das kommt auch in Ordnung. Und im Augenblick sollen die Stiergeborenen um die Finanzen kümmern, weil es eine gute Zeit, die Finanzen in Ordnung zu bringen. Die Tierkreis zeichnen Zwillingsgeborenen, ist eine gewisse Unruhe spürbar. Die sollen warten bis in die kommenden Tagen. Hier kann ich auch sagen, wenn die Neumond vorbei ist und beginnt die zunehmende Mondphase, das ist die Bewegung, das ist die Wachstum und Erfolg bei den Zwillingsgeborenen, auch in beruflichen Situationen, auch in die Liebe und es ist eine Reise zum Erwarten. Wenn ich über Liebe spreche bei den Zwillingsgeborenen, jetzt ist noch keine gute Energie. In der nächsten Zeit werden da Einschränkungen sein. Also in dieser Bewegung, was nach dem Neumond kommt, wenn die zunehmende Mondphase beginnt, das gilt für die Arbeit und auf eine Reise. Die Tierkreis zeichnen Krebsgeborenen, sollen etwas beenden, loslassen. Und bald kommt in die Liebe Partnerschaft etwas Neues oder die bestehende Partnerschaft verbessert sich etwas. Das heißt, kommt Sicherheit, Stabilität und Sie werden jemand beeindrucken. Ein bisschen Geduld noch. In den kommenden Tagen kommen Gespräche, Handlungen. Momentan eher nach innen schauen, die Ruhe bewahren, in Kraft zu bleiben. In die kommenden Tagen kommen die klärenden Gespräche oder die Bewegung und nähert sich etwas in die Liebe, Partnerschaft bei den Krebsgeborenen und es kommt auch in Ordnung. Die Tierkreis zeichnen Löwengeborenen, ist eine gewisse Zurückhaltung, es ist momentan ruhiger, aber sie können mit plötzlichen, unerwarteten Ereignissen rechnen und damit haben die Löwengeborenen Glück, besonders was die Liebepartnerschaft betrifft. Diese tägliche kosmische Energie ist einzigartig, weil jeden Tag ist einzigartig, sogar jede Stunde, jeder Moment ist einzigartig und ist eine ganz andere Energie. Und diese tägliche Energie kommt nie wieder in diesem Form. Und das ist immer noch zu allgemein, was hier in die Tageshoroskopen ich erzähle. Das betrifft die einzelnen Tierkreiszeichen, aber es ist nicht individuell. Wenn jemand wissen möchte, wie verläuft ein Termin oder was ist zum Erwarten einen bestimmten Tag. Das kann ich natürlich maßgeschnitten auf jede Stunde genau beschreiben, wie verlaufen die Dinge in einem bestimmten Tag. Und dabei kann ich Ihnen helfen. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten zu meinem Managementbüro.
Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.